Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zum zweiten Team of the Year Pack Opening oder zur siebten Folge unserer Pack-Serie. In der letzten Folge der Pack-Serie zum ersten Team of the Year Pack Opening habt ihr wieder ein paar Daumen nach oben dagelassen. Hat mich wieder ziemlich gefreut. Und ja, wie ihr seht, wir haben 15K-Sets, 35K-Sets und 50K-Sets. Werden davon ein paar ziehen. Gerade eben ein Livestream, also wir machen jetzt schon häufiger ein Livestream auf Twitch. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Kündigen das auch immer auf unserer Facebook-Seite an. Und da habe ich ein 15K-Pack geöffnet und hatte der Schweinsteiger ungefähr über 30.000 Münzen wert. Marcelo drin, ungefähr 15.000 bis 20.000 Münzen wert. Und Casillas ungefähr 10.000 bis 15.000 Münzen wert. Was schon richtig nice war. Ich nehme das hier gerade um 17.15 Uhr auf. Wer das heute noch veröffentlicht, mal sehen. Also das wäre knapp, deswegen dürfen wir das auch nicht allzu lange halten. Deswegen öffnen wir hier schon mal unser erstes Pack. Hab gerade Münzen dazu bekommen, keine Ahnung warum. Und wir haben Koruluka. Richtig schlechtes Pack. Wir öffnen nicht so viele Packs, die 35K-Sets die und die 50K-Sets, die öffnen wir nicht. Weil ich will noch die Münzen sparen für das Mittelfeld und für die Stürmer. Weil die Mittelfeldspieler und die Stürmer wahrscheinlich mehr wert sein werden als die Abwehrspieler. Dann gibt es auch noch das ganze Team of the Year zu ziehen am Sonntag, glaube ich. Um 19 Uhr kommt das wahrscheinlich raus oder so. Weiß ich nicht ganz genau. Oder um 18 Uhr. Müssen wir sehen. Deswegen will ich ein paar Münzen aufschlagen. Aber ich werde schon viele Packs ziehen. Das habe ich euch versprochen. Weil Team of the Year, da muss man einfach Packs ziehen. Auch wenn man so viele Münzen hat und denkt, so wie ich vielleicht. Also ich sehe jetzt meine Münzen nicht. Deswegen, wer weiß, wie viele Münzen ich habe. Deswegen muss man Packs ziehen, Team of the Year. Wenn man nach dem Team of the Year Packs zieht, dann weiß ich nicht. Hat man irgendwie Adrenalin verpasst oder so. Weil in jedem Pack kann ein blauer drin sein. Muss nicht, kann aber. Deswegen, ja, Team of the Year, Team of the Season, da muss man einfach Packs ziehen. Dazwischen, ja, beim geilen Team of the Week vielleicht nochmal ein Packs ziehen. Haben wir Peter Crouch, Debushi und Plata drin. Ist da vielleicht was wert? Nö. Nein, ist er nicht. Ah, Verträge brauche ich auch nicht mehr speichern. Da habe ich schon genug von. Vielleicht noch eine Fitnesskarte hier. Ja, also mein bestes Pack im Team of the Year war gerade eben ein Leistung, wie schon gesagt. Schweinsteiger 88er Rating drin. Mal sehen, was wir heute noch ziehen. Ach du Scheiße, nicht mal ein seltener Spieler drin. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Nee, das gibt es nicht. Das wollte ich eigentlich nicht speichern. Das kann nicht wahr sein. 15. Also das gerade eben, das hat mich schon echt geflasht, weil ich gerade auch nicht auf dem TV geguckt habe, sondern auf dem Livestream in den Chat. Ja, schaut gerne vorbei. In unseren, hier, wir Livestream jetzt versuchen, jeden Tag zu Livestreamen. Dennis oder ich. 4:15 oder COD. Vielleicht mal GTA Dost. Ja, das Video geht nicht allzu lange bisher. Sorry, war ein Fehler. Der hat mir angezeigt, dass er bei einem Pack stehen geblieben ist, also nicht mehr aufgenommen hat. Als ich dann auf Aufnahme beenden gedrückt hat, hat er dann das trotzdem alles aufgenommen. Keine Ahnung warum, deswegen werde ich hier ein bisschen zusammenschneiden. Ja, aber ich versuche das heute noch online zu bringen. Deswegen werden wir jetzt nicht unter die 900.000 Münzengrenze gehen. Ja, hatten wir nichts Tolles drin. Wir könnten jetzt ein 35K-Set ziehen, aber das wäre dann das Letzte. Aber das Video geht nicht allzu lange, deswegen öffnen wir heute 15K-Sets. Inform Klischee, oh mein Gott! Inform Klischee! Gehe Klischee, unglaublich, das gibt's nicht! Zwar kein Team of the Year, aber Inform Klischee! Richtig geil, wie viel ist er wert, oh mein Gott! Über 150.000 Münzen, 148.000, wie viel wird drauf geboten? Oh mein Gott, Inform, der erste Inform in FIFA 15 für mich. Richtig geil. Den werde ich nicht verkaufen, weil danach ein Team of the Year wieder richtig steigen wird. Inform, Klischee, unglaublich, wie geil ist das dann? Wie geil ist das denn?
Alter, was ein Adrenalinkick, Alter. Hui, mein Herz pocht, Alter, was ein geiles Pack. Hat sich doch gelohnt, lieber das 15k-Pack zu ziehen. Inform haben wir schon mal gezogen, liebe Leute. Inform haben wir schon mal gezogen. Jetzt fehlt nur noch ein Team of the Year. In den nächsten Pack-Openings. Richtig geil. Ungefähr 150.000 Münzen wert. Sam und Campbell. Alter, wie fett ist das denn? Ich glaube, dass sogar. Ich weiß nicht, wie das Team of the Week gerade aussieht. Also, welche Spieler da genau drin sind. Aber ich glaube, Klischee ist mit einer der weltvollsten. Halalana. Sind jetzt unter der 900.000 Münzengrenze. Ah, wir haben ja Klischee in Form gezogen. Deswegen öffnen wir hier noch ein 15k-Pack zum Abschluss. Ja, den Rest kann man alles abstoßen. So, letztes Pack. Für dieses Pack-Opening öffnen wir mit Hazard drauf. Mit einem Nosepack und Kuchen weg. Hoffentlich ein guter Spieler. Und wir haben, ja, Blazikowski drin. Ja, den können wir mal speichern, habe ich noch nicht. Bundesliga-Spieler. Jetzt Duplikat, Klischee Inform, nein. Kein Duplikat. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von diesem Pack-Opening oder von der Pack-Serie. Ihr wisst Bescheid, für jeden Daumen nach oben öffnen wir immer ein Pack mehr. Ich weiß nicht, ob der, wie viele Likes sie da gelassen haben. Also ich glaube über 15. Also 15 waren es, glaube ich, so ungefähr. Das sind ungefähr über 100.000 Münzen. Aber wie gesagt, ich wollte nicht super gern unter die 900.000 Münzengrenze gehen, weil ich jetzt gleich noch circa um 19 Uhr oder halt morgen für das ein Pack unbedingt zum Mittelfeld mache, weil da ich lieber bei den Stürmern ziehen will, öffne ich bei den Mittelfeldspielern auch nicht so viele, aber halt ein bisschen mehr als bei den Abwehrspielern. Aber wir haben Klischee-Inform gezogen. Ja, und dann würde ich sagen, war es das von diesem Pack-Opening. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über jeden Daumen nach oben gibt es ein Pack mehr in der nächsten Folge. Also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao!